Dieser Angelknoten ist der Fett-Monoknoten, verbindet eine Angelleine, vorzugsweise starke, steife Schnüre, mit einer Öse eines Wirbels oder Blinkers, Haken. Er wird vor allen Dingen eingesetzt zum Raubfischangeln und Meeresangeln. Eingeweihte erkennen sofort, das ist nichts anderes als ein Ankersteg. Aber bei den Anglern läuft er unter dem Namen Fett-Mono-Knoten. Unser Haken. Die Leine wird zweimal durch die Öse geführt. Und anschließend wird das Arbeitsende einmal um beide Parten der beiden Augen geturnt. Zuziehen. Angelknoten mit dem Namen Fett-Mono-Knoten.